Hallo Leute, willkommen zu Alice Madness Returns Part 3. Ich weiß, ihr wisst die Nummer, aber ich sag's trotzdem immer wieder gerne, weil es mir so im Kopf liegt einfach. Weil ich stehen geblieben, wir haben ja gerade die Gewürze, die Pfefferkanone gekriegt von der Frau da drinnen. Die da hinten, ne? Ach, ist sie nicht lieb. Wie sie ausgeschaut ist, sehr vertrauenswürdig. So gar nicht eigentlich, aber naja, was soll's. Und wie ist es hier? Wir sollen für die Schweine in der Nase holen, dann werden wir gleich noch alles sehen. Von daher erstmal reingegangen, ne? So. Einen habe ich schon mal. Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Was? Ach so. Wir müssen nur eine holen von denen. Ach so. Okay, ich dachte, wir sollen mehrere holen von ihr. Für sie, aber... Na gut, wenn du es nicht willst, dann... Ja, soll mir recht sein. Was soll ich damit? Also... Kann ich anschließen, ne? Und machen, ne? Jo, für goldene Szene. Naja. Ich kann mich nicht beklagen, ne? Finde ich gut, auf jeden Fall. Ja. So. Wo kommen wir jetzt hin, ne? Welchen Abteil des Wunderlands? Leute, ich habe mich vertan. Wir sollen noch mehr holen für sie. Ja. Naja, was soll's. So, wir treffen die mal von hier einfach. Wow, mega schwer, Alter. Achso, das ist mit Anfang. Ja, wäre so leicht gewesen, ne? Das muss man ja schon sagen, ne? Ja, ich drück mal so oft drauf. Muss ich nur einmal drauf drücken, auf die Anvisier-Taste. Weiß ich, was man da schicke, das kann sein, oder ja. Komm näher. So auch nicht. Dann bleibt weg, ist mir auch recht. Ich habe eh die Pfeffermühle. Naja, könnt ihr mir eh nicht anhaben. Außer im Nachgang vielleicht noch. Okay. Ich bin mehr Nässe als gedacht. Ich dachte, es wäre nur zwei, aber nein. Oh, nein, weg da. Oh, verfallen auch noch. Okay. Mal das kleine Ding da weg. Ja, nein! Oh, einfach runterspringen, das geht auch, Leute, ne? Ja, warum nicht, ne? Ich muss ja eh alles töten, von daher ist es ja gar nicht mal so schlimm. Wenn ich gerne lieber die oberen da weggeknallt hätte, aber... Alles nach seiner Zeit, ne? Würde ich mal sagen, einfach. Wir können hier einfach hoch, okay. Ich habe erstmal geschaut, ob es da noch einen anderen Weg gab, aber nein, es gab nur den Weg, von daher dachte ich mir, genau, also will ich das andere so hinbringen. Nein, hör nicht mal an, wie sie drücken. Ne? Ah, das sind Pfeffermühle, Leute. Die können wir nicht lang haben, ja, auf der, ja, an sich, von der Ferne. Ja, so, komm. Er spritzt die Ohren, um Schnauze zu finden, ne? Was ist die Ohren, ne? Das sind Ohren? Schon echt Ohren, ne? Das ist eine Nase. Schnauze ist das. Aber mich einfach nur verlesen. Das kann auch so gut sein, weil verlesen tue ich mich echt gerne. Das kann immer wieder vorkommen. Eigentlich fast immer, Leute. Von daher, nicht wundern, ne? So, komm. Legt ihr Dinger. Komm hier durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, war schon klar gewesen. Ne? Ich muss sagen, irgendwie bin ich immer wieder angetan vom Spiel, vom Look einfach schon. Allein schon, ne? Ich feiere echt dieses Setting des Wunderlands komplett ab, einfach. Allein das schon, Leute. Regenbogen, ne? Panzer. Panzer, so. Die Panzere, ja. Suppe auch essen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Naja, die hatte recht, ne? Man soll einfach Fleisch nicht liegen lassen irgendwo, ne? Und vergammeln lassen, ne? Monatelang. Wenn man schon Fleisch hat, immer essen, ne? Ja. Ist aber nur gerecht eher gegenüber die Tieren, die dafür gestorben sind. Okay, sowas ist, ne? Das ist ja nicht so schwer, glaube ich. Oder doch? Nein, nicht für mich. Ja, auch ein Witz gewesen, wäre ich jetzt hier gestorben. Oder runtergefallen. Ich glaube, stärkt man hier recht wenig vom... Es gibt ja schon allein schon kein Fallschaden von daher, außer ich springe jetzt hier runter vielleicht. In die Schlucht. So, was kommt jetzt? Ja, allein schon der Schleim sagt an, was kommt, ne? Wo muss ich das? Okay. Gleitender Verfall. Okay. Wow. Das sind echt die mega Gegner, Leute. Die rasten aus, ey. Auf jeden Fall, Leute. Erst eine, die Wasser... Boah, muss ich rüpfen erstmal. Erst eine, die Wasser weint. Jetzt danach eine, die Blut weint. Und jetzt eine, die schossene Schleim weint. Vielleicht kann das so bloß sein, die Statue. Das wüsste ich, irgendwie schon gerne, weil, naja. Wir sind es doch nicht irgendwie, glaube ich. Damit sieht die uns so unendlich aus. Wir hatten ja doch schon was von uns, aber ich weiß jetzt was. Das müssen wir gar nicht sagen, Leute. Aber dann wird Tipp. So. Ja! Ist ja auch noch hier.
Okay. Habe ich nicht gesehen. Warum solche Leute? Warum nicht, ne? Da kommt bestimmt... Ach ja, dachte ich mir schon. Dass da so ein Ding jetzt auftaucht, auf einmal. Einfach so. Ach so, man kann das nur so sehen, dann. Oh! Oh, halt so, ne? Was ist hier so schönes? Abgammeln. So gar nichts, okay. Das ist einfach nur für Währungsschiff, ne, da. Oh naja, ich hab's ja gesehen, ne? Hier ist ja so ein Schlüsselloch, wo ich mich durchengen kann. Eine Erinnerungsflasche. Die ich eigentlich recht interessant finde, weil, naja, so versteht man die Geschichte mehr, ne? Von daher, ich glaube, ist recht, wenn man den ersten Teil der Serie nicht gespielt hat, dann sind die Flaschen echt hilfreich. Oh, das war keine Erinnerung. Naja, was soll's. Besser gar nichts zu haben, ne? Dann nehme ich auch so eine Flasche einfach, die nichts nützt. Also, mir gerade nicht gerade nichts einfach, ne? Ich weiß schon, was ich meine. Ich glaube schon. So. Weiter kann's gehen. Durch das Wunderland. Mit der List durchs Wunderland. Wo sonst durch? Durch die Löcher. So. Geil. Fontäne von Anschleim. Wo ist das Lava? Der Schleim, ne? Auch wenn gerade Schlava, genau, Schlava sein könnte. Mischung aus Lava und Schleim. Schlava. Na, Schlava, bist du es? Ein bisschen rot, ne? Bisschen rötlich. Was ist ja gerade am Rumschlackern? Ah, jo, Mann. Die sind es. Meine Freundin, die Verfallenen. Wer auch sonst, ne? Ja, komm, zurück. Ja, Leute, die X-Taste ist immer noch kaputt, hier bisschen. Wird sich irgendwie ändern bis zum Ende des LPs. Wahrscheinlich, von daher. Ne. Kann sein, dass manchmal es tun wir, aber irgendwie doch keine Effekte da so zustande kommt, ne? Von daher, wahrscheinlich kein Test zu haben, ne? Von daher soll ich mich immer nicht beklagen, ne? Okay. Okay. Danke, Mutter Natur, für den freien Weg. Oh. Ja, okay, boah, wir töten hättest du auch nicht gleich müssen, aber okay, danke dafür, trotzdem, ne? Wo retten da von uns weg? Was ist das da? Ein Kürbiskopf. Auszuweichen, ne? So. Ach so, okay. Mehrere von den Viechern jetzt. Wahrscheinlich der erste richtige Ort jetzt, wo wir überhaupt kämpfen, ne? Wo wir kämpfen müssen, ne? Oder wo die erste Gegnerwelle ankommen. Also nicht nur so 2, 3 Gegner, sondern gleich so 50.000 oder so. Wer weiß, ne? Boah, da ist einer hinter mir. Ja, fuck. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh! So. Warte, wo ist Nest? Wo ist Nest? Nest. Dass wir erst weg, weil sonst hat er eh keinen Sinn, dass die kleinen weg. Aber hier, die Schrauben liegen. Leute, irgendwie doch nicht so viel Gegner. Wo kommen wir hier? Wahrscheinlich. Jo, weil auch nicht klar gewesen. Naja. Komm schon, Rudy, geh weg. Oder was? Oder Jana? Lies diese Zeile, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Weiße, um deine Begegnung mit dem weißen Bedding hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut brauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Was? Auf einmal? Und das meine ich, wir können upgraden hier unsere Sachen, ne? Wenn wir genug Hauerchen haben, ne? Die Zähne halt, ne? Aber schnelle Attacken mit gezielten Schaden, ist aber keine, ja. Oder? Ich glaube, wir werden die Warpal-Klinge upgraden, ne? Und nicht darauf sparen, auf die hier sind. Nämlich, wir werden die eben meistens nutzen, ne? Von daher, ja, ich möchte das zahlen. Warpal-Klinge ist Stufe 2. 675 Szenen, okay. Hm. Ist möglich auf jeden Fall. Ja, wäre auch gut, wenn ich, ne? Das glaube ich gar nicht hier eingebaut im Spiel, wenn es nicht möglich gewesen wäre. Macher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Ja, das hast du wahrscheinlich auch recht mit. So. Erinnerungen, ne? Boah, nur eine Flasche. Okay, nur eine Flasche. Also, kommen wir ins Upgrade-Menü. Kommen wir auch so da rein? Waffen. Jo. Okay, kommen wir auch so. Wie ich sehe, kriegen wir nur 4 Waffen, weil oben links, oben in der Mitte, gesagt, sind 4 Karten und wir haben hier jetzt schon 2 aufgedeckt, glaube ich. Deshalb denke ich, wir kriegen noch 2 Waffen, ne? Ja, bin ich sehr schlau zusammengefügt, ne, Leute? Ich weiß, noch richtiger Sherlock Holmes bin ich geworden. Oh, okay, da geht nicht drauf. Ich muss noch zugeben, Leute. Okay, kann ich rein. Ich habe das Spiel ja früher schon mal angezockt, ne? Wisst ihr, glaube ich, schon mal. Habe ich schon mal erst, glaube ich, vielleicht im ersten Part, aber nie durchgespielt, nämlich.
Aber das ist ungefähr die Stelle, bis wo ich gespielt habe früher. Weil weiter habe ich nie gespielt. Okay, ich habe paar LPs aber noch gesehen. Trennental, Spiegelbahn. Boah, sollte ich mal mehr lesen, also besser lesen. Ist recht, weil es ein LP ist, ne? Aber naja. Wird schon alles, wo leckt das gerade, Alter. Hu, das ist nicht feierlich. Alter Schwede! Warum? In den Übergang, oder wie ist das? Alter, das ist echt nicht mehr gerade geil. Leute, das ist echt nicht feierlich. Ich komme nicht wieder. Alter, ich glaube eher deshalb, weil Spielstand komprimiert ist, weil nämlich das Spiel ist eigentlich so uralt schon. Okay, 4 Jahre her jetzt oder 6. Verstanden, 6. Aber ich glaube, das ist echt Schuld der großen Welten und dem Port auf PC. Ja. Irgendwie wächst der Maßen. Auch wenn ich auf vorliegende Stelle wächst irgendwie trotzdem. Was gar nicht sein kann, Leute, weil ganz ehrlich, mein PC ist jetzt nicht so alt, wie ihr es wohl vermutet, aber nein. Eigentlich müsste das Spiel noch gehen. Eigentlich müsste das Spiel eigentlich genau passend sein für mein PC. Aber nein, es geht na klar nicht, auch wenn es eigentlich passend sein sollte. Alex gerade Mägel. Richtig Mägel, Alex, ey. Wow. Gibt es eigentlich immer einen Schwerpunkt, habe ich den Ding gerade übersehen zufällig. Hörte, irgendwie ist gerade sehr scheiße zum Längen. Ah, jetzt hat es geschweiert, okay. Immer Loot, ne? Ja, geil. Rosen. Ja, oben links ist unsere Lebensleiste, Leute, weil sie noch nicht gerafft hat, weil gehabt, irgendwie schon gerafft. Das Teil der Tassen. Erst das Teil der Kaffeetassen, aber Leute, wir werden erstmal hier Schluss machen für den Part. Und ja, also schau. 11 Minuten erst, ne? Aber es leckt gerade so sehr, Leute. Ich muss kurz überlegen. Ja, erstmal meine Nase ist heute ein sehr schlauer Termin. Auf jeden Fall. Bringt eigentlich was, wenn ich die Aufnahme an und ausmache? Wer weiß. Leute. Jetzt bringst du auch was. Scheiße, Alter. Okay, Leute. Dann würde ich Aufnahme an und ausmachen, ne? Ja, okay, den Fehler hat sie aber auch schon früher gehabt. Ja, okay, es leckt immer noch. Ist doch egal, Leute. Ich kann dafür nichts. Das Spiel ist schuld. Mach ich es einfach. Ist doch so. Ich habe mir noch eine Meinung geholt und die andere Meinung sagte, dass das Spiel auch bei ihm geleckt hat, obwohl sein PC auch ganz geil ist, wie man sagt, ne? Und da liegt es am Game, Leute. Ganz ehrlich, es liegt einfach am Game. Okay, nicht größtenteils, aber auch... Okay, mein PC ist wahrscheinlich mit Schuld dafür, weil ich jetzt nicht den Oberporn-PC habe, aber es hat mit Schuld. Und okay, wie heißt die Viecher eigentlich? Ist das Gnome? Eigentlich ist einfach mal Gnome, ne? Zahnrad Gnome, ehrlich gesagt. Also ein Zahnrad ist ein Iro haben, ne? Da war so, ne? Ein Iro-Rad. Das kann man ausweichen. Ach, kann ich das, Leute? Kann ich ausweichen dann? Oh, also. Achso, meine ich das. Wenn die jetzt so... Ich muss die doch ausweichen, ne? Aber, okay. Ich weiß nicht, warum die jetzt mal sagen. Für den Fall, dass ich zu dumm sein sollte und nichts vergessen habe. Aber habe ich ja nicht, ne? Zum Glück. Ich bin ein bisschen dumm von mir, ne? Okay, ich bin eh nicht der Hellste, aber was soll's, ne? Komm, ne? Zahnrad, Gnome. Warum können wir nicht einfach so, ne? Ist ja auch möglich. Und dann einfach wieder so, ne? Ich sollte echt mal mehr meine Waffen auswechseln, obwohl ich sie erst eben habe. Meine Pfeffermühle, ne? Guck mal, eigentlich keine Salzmühle. Oh, gibt's mal Pfeffermühlen. Es gibt mir sicher auch Salzmühlen. Ganz sicher. Ja, komisch, wenn nicht, auf jeden Fall. Naja, alles wieder anvisieren. Okay. Sein Schildblock, auch das war irgendwie auch klar. Ob du meine Nase juckt, oh mein Gott. So. Oh. Nein, Alice, komm. Oha. Alice. Danke. Okay, sie will einfach schon nicht hoch. Jetzt aber. Ja, jetzt komm. Die Gnome gibt mir gar nichts, der Gnome. Ich werde euch der Gnome. Ich werde euch entgnomen. Jeder Harry Potter kennt das Wort entgnomen. Ne? Ah ja, die Aufgabe mit dem Garten entgnomen. Das waren Zeiten, Harry Potter zu spielen. Lange nicht mehr getan. Was soll's, ne? Vielleicht, nee, dazu kommt kein Video zu Harry Potter. Wahnsinn zu den Harry Potter spielen. Aber wenn ich früher, ganz ehrlich, aussagen, ich weiß, muss ich wollte Harry Potter... Hallo? Welche Taste? Ah, die war das, ne? Ja, hier, die hier. Hä? Wo ist LT, Alter? Hier ist LT. So. Ein Gnome. Wahrscheinlich der Gnomenkönig. Warte mal, Leute. Ein Gnome in so einer Maschine. Das heißt vielleicht... Oh nein, ey. Wir werden wahrscheinlich auch bald mit diesen Maschinen was zu tun haben. Wer weiß, ne? Muss man sehen. Das ist doch für Gnome, ey. Der Sanat-Gnome, eher gesagt. Nicht gegen jemand laufen, ne?
da lang. Achso! Boah, scheiße. Es gibt Pflanzen, die uns fressen können, wenn wir gleich, wenn wir klein sind. Wusste ich gar nicht. Mehr. Naja, okay, jetzt wissen wir es, ne? Probieren geht immer studieren, das sagt ja so jeder, ne? Ja, das sagt doch irgendwie aber echt jeder, den ich kenne irgendwie. Naja, was soll's. Er wird um kleine schlimme. Kann ich mal vorher nach. Versuch es mit dem Schrumpfen, wenn du vielleicht. Ja, ich mach Schrumpfen. Ja, okay. Ja, sicher. Nur weil wir schrumpfen, ne? Erscheint auf einmal Plattform oder was? Warte mal, wenn wir da draufstehen, ne? Ach so, nein, er ist nicht wie bei Indiana Jones. Dass wir einfach das nur aus der einen Perspektive so komisch sehen, aber. Nein! Sie sind komplett unsichtbar. Was soll das, ne? Ist auch geil, ne? Voll geile Animation-Effekt hier. Oh! So ein Glabber wie. Glabber viel. Glabber, ja gesagt. Das geht nicht kaputt, denke ich mir. Nee, geht echt nicht kaputt. Oh, warte mal. Alter Leute. Seht ihr das? Eine ganze Stadt davon. Oh mein Gott. Okay, da ist echt so eine Zahnradstadt, ne? Uhrwerk. So. Wahrscheinlich ist hier eh nur eine Flasche drin, ne? Ja, wie ich gesagt, hab's auch gesagt, Leute. Wenn ich jetzt gerne irgendwie Feinde gehabt hätte, weil irgendwie so normale Wege, Secrets mit Flaschen, ne, ohne Feinde ist schon ein bisschen lame, ne, auf Dauer. Naja, ist heute Anfang erst, ne, von daher. Guck mal, wie der ist, er zeigt uns den Weg. Und es heißt der Tod. Geil, Leute. Ja, ich muss mal zwischendurch immer das machen, wer weiß, wo ich hinlaufe, ne. Mir würde ich auch zutun, dass ich trotzdem immer, obwohl ich weiß, wo das hier ungefähr ist, ja, sterbe. Einfach so runterlaufe. Würde mir zutrauen, Leute. So könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt selbst Entzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Leute, ich muss sagen, das Bild so ist eigentlich voll geil, ne? Warte mal. Erstmal das Ding hier wegschießen, ne? Ah, Alice, nein. Hier, die Schweine-Näschen. Und jetzt haben mir diese Dinger einfach nur den Weg. Und ich muss einfach nur eine holen für die Frau da. Und jetzt habe ich das auch schon erledigt für die Frau, die Aufgabe. Ja, ich weiß nicht. Kann sein. Ich soll mal besser zuhören, glaube ich. Hallo. Und wie Schiss. Okay, das kenne ich auch noch von den LP her. Von früher. Vor 4 Jahren. Hm, da ist so eine Art Dings. Nee, okay, ein Horn. Für was? Und ich müsste echt eigentlich mal so Thumbnails machen, ne? Wo ich einfach nur so stehe, ne? Wäre schon geil, ne? Hm, vielleicht mach ich das. Aber na, ich weiß nicht, soll ich andere Thumbnails machen, ne? Mit so Ingame 10 oder wie ich gerade mache? Ich glaube, Ingame 10 wären geiler, ne? Ich glaube, na, muss ich mal sehen, ne? Vielleicht ändere ich es noch um. Seilbahn holen. Ah, eine Seilbahn gibt's hier. Wusste ich doch. Ich wollte erst sagen, ey, Waggons, aber nein, eine Seilbahn. Okay, ist schon fast das gleiche, ne? Das zum Glück werbe. Immer wenn echt so viel zu sehen gibt, ne? Schon nicht feierlich. Alter, 7 Frames, ey, genau. Leck Millionen, ey. Nicht reingehen! Nein! Nein! Alice! Geil, ich leck grad nur noch. Mega! Geil, Leute. Warte mal kurz, Leute. So, einfach an uns aufmachen, ne? Hutmachers, Domäne. Des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen Gut und Böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, um zu sagen. Typisch. Okay. Okay. Einmal voller Wurf durch die Wand, ne? Vermutlich nicht, ne? Die Alice ist ja echt nicht so normal, aber auch ja strange einfach, ne? Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind.
Oder wie wir gerade sehen, ne? Kriegen wir wohl für je... manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Okay, danke für die Info. Aus dem Luftstrom kannst du die Alice drehen. Also, ich werde einfach falsch vorlesen, ne? Okay. Das glaube ich, leicht zu... sich merken, ne? Leute, wir sehen, wir sind im neuen Gebiet, das Uhrwerk, oder die Uhrstadt, wie ich sie nennen mag, oder das Radstadt, irgendwas Gedöns, und man sieht gleich schon, Alice hat neue Klamotten an. Das heißt also, wir kriegen wahrscheinlich, oder gehen wir einfach mal so, für jedes neue Gebiet ein neues Outfit. Was ich jetzt eigentlich geil finde, weil ich das Spiel ist dann damit irgendwie noch mehr atmosphärischer als allein jetzt schon. So, aber, okay. Ich muss sagen, das Kostüm sieht aus wie, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen Steampunk bisschen. Oder an sich schon Steampunk-mäßig, allein schon die Gegend hier. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier Schluss, weil es gerade leckt irgendwie muss noch was da passen, richten und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Das vergeht eh schon ein bisschen zu lange, von daher, na, einfach so ist, ne? Tschüssikowski und reingehauen.